Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, wie ihr seht, ich bin Eschede, Kevin ist auch dabei und zwar findet heute ein 3000 Abonnenten-Special statt. So sieht's aus. Heute bei mir 3000 Abonnenten, obwohl ich stehe ja kurz vor den 4000 tatsächlich. Hat ein bisschen gedauert, manchmal brauchen Dinge einfach ein bisschen Zeit. Aber heute, eigentlich sollte es mal auf eine Tonne gehen, aber da sich ja die Preise ein bisschen verändert haben, ist es gar nicht so schlimm. Wir fischen hier heute auf 600 Kilo Fisch. Wir haben Goldforellen, wir haben Porties, wir haben Saiblinge und wir haben Lachsforellen bis 3 Kilo. Das habt ihr ja jetzt gerade im letzten Video gesehen. Genau diese kampfstarken Porties sind wieder da. Ja. Und auch in der Größe sind Goldforellen dabei. Und das wird ein Megatag. Also ich weiß nicht, ihr werdet gleich das Wasser sehen und es wird gleich auch scheppern ohne Ende hier. Auf jeden Fall. So wie Kevin das gesagt hat, das Wasser kocht und los geht's. So Leute, gleich geht's los. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mit Spinner anfangen. Und zwar macht der Spinner ja richtig Druck, deswegen hoffe ich, dass der Köder richtig auffällt. Und los geht's. Petri, hi! Petri, dank! Alter, krass, richtig viele Attacken. Und da haben wir die erste. Schönen Lachs. Ja, krass, da sind richtig viele gegengeschossen und die haben sich den gegenseitig aus dem Maul rausgehauen. Jetzt geht's wieder los wie im ersten Video, direkt den Aussteiger. Ja, ja. Langsam, du hast 30 Gold in der Hand. Ich verstehe das, die bleiben nicht hängen, ne? Ah, doch jetzt. Boah, da haben wir Fisch Nummer 1, danke. Und da haben wir die nächste. Mein erster Lachs ist mir auch gerade wieder ausgestiegen. Wer hat noch keinen Fisch? Was? Ela, sieh zu! Zack, da haben wir Fisch Nummer 2. Und dann wieder ein. Es ist echt krass, wie viele Fische da raufschießen, wie viele vorbeischießen und wie viele einfach nur den Köder so ein bisschen attackieren. Ist echt interessant zu sehen, auf jeden Fall. Schau mal hier, der Saibling hat den Köder so tief genommen, das heißt, ich werde jetzt einen Spinner wechseln, der ist erstmal, den kriege ich nicht raus. So, ich habe jetzt auf den 2,5 Gramm Dragon Spoon gewechselt. Der funktioniert auch super. Auch. Oh. Ich weiß nicht, da. Ich gehe wieder unter durch. Zack. Fliegender Wechsel. Erster Kontakt. Noch ein Kontakt und. Und da haben wir einen schönen Lachs. Jawohl. Ich hoffe, der bleibt diesmal dran. Ich mache gerade richtig Druck. Ich hoffe, dass er nicht so eine krasse Flucht jetzt hinlegt. Komm, komm, komm. Nee, keine Chance. Ja, das ist jetzt so eine Mega-Porty, die ihr aus dem letzten Video kennt.
Wie ich auch mal ganz gerne mache, ist, ich hänge meine die Schnur hier so in der Hand ein. Kann ich richtig schön gegenhalten und wenn ich merke, der zieht los, löse ich den Finger und zack, kann dann die Rolle bzw. die Bremse arbeiten. Aber ich habe hier schön starke Schnur drauf und da haben wir ihn eingenetzt. Ja, richtig fetter Lachs, sehr geil. So, da haben wir den ersten Lachs. Mein 2,5 Gramm Dragon Spoon, mein Lieblingsfunder, wieder zugeschlagen. Sehr schön. So, zweiter Wurf mit dem Spoon. Ja, Kontakt. Wieder Kontakt und da haben wir den Fisch. Wieder ein Lachs. Ja, der Spoon läuft ein bisschen tiefer und dann unterfische ich die Goldforellen gerade. Na? Yes! Da haben wir den nächsten Lachs, Leute. Ja, wenn das so weitergeht, dann ist das nicht nur mein Lieblingsspoon, sondern der Lachsforellenspoon. Jo, da kommt eine Goldie und hängt. Ja, krass. Hab jetzt nicht durchsinken lassen. Und da haben wir wieder eine. Diesmal eine Porti. Und da haben wir wieder einen. Ja, jetzt kommt eine Goldie. Das gibt's da nicht. Jetzt aber. Ja, ist natürlich bei Goldies auch mal geil, dass man die richtig schön auf Sicht beangeln kann. Aber ich sehe die ganze Zeit, wie mein Köder weg ist, wieder da ist, weg ist. Also der wird ständig attackiert. So Leute, dann haben wir auch eine Goldie. Jetzt habe ich alle vier Fischarten, eine Regenbogenforelle, ein Saibling, eine Goldie. Schön, zwei richtig dicke Lachsforellen. Also läuft richtig gut, war ja auch zu erwarten bei dem krassen Besatz. Und weiter geht's. Ja, ihr seht ja Leute, ich habe richtig viele Kontakte und Filbisse. Deswegen werde ich die nächste Runde auf jeden Fall Tremarella fischen. Ich hatte am Anfang auch nicht so viel Zeit zum Aufbauen, muss ich sagen. Ich habe mir wieder ziemlich viel Zeit gelassen. Jawohl, nochmal wieder eine Goldie. Habe ich auch gesehen, dreimal attackiert, bis sie den dann richtig genommen hat. Jawohl, und dann mal wieder eine Goldie. Ja, bis. Jawohl. Und da haben wir auch einen Saibling, oder? Jo. Ah, mein Kescher. Alles gut. Dankeschön. Am besten ist einfach mal den Spulenkopf abdrehen. Vorne. Und manchmal ist dieses Rädchen da drin einfach nicht mehr, dass das nicht mehr greift. Dann klackert die einfach nicht. So, zack. Jawohl. Goldie hat sich das einfach so zack langsam eingesammelt. Ja, merkt so auf Spoon, dass die Bissfrequenz deutlich weniger wird. Also die Goldies, die jagen auch nicht mehr richtig hinterher. Deswegen sind so langsame Methoden eigentlich ganz gut. Und habe ich ja letztes Mal hier gelernt, Bienenmale, Tungsten, das funktioniert. So Leute, das war die erste Runde mit UL. Jetzt ist Platzwechsel. Jetzt werde ich glaube ich ein bisschen mit Tremarella angeln. Aber hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, war richtig Action, habt ihr ja gesehen. So muss das sein. So Leute, Platzwechsel ist angesagt. Und wie eben angekündigt, werde ich ein bisschen mit Tremarella angeln. Habe hier zwei Bienenmalen drauf. Werde ich einfach langsam zupfen.
Ja? Ja, doch, hängt. Hasse oder Bienenmade? Bienenmade. Achtung, die schwimmt einmal zu dir rüber. Genau. Aber doch schwieriger als gedacht mit dem Bienenmaden zu drin. Das war jetzt, glaube ich, der vierte oder fünfte Wurf. Also ihr seht ja, wie viel Fisch da drin ist. Aber die haben richtig in der ersten Runde einen auf die Mütze gekriegt. Die sind jetzt ein bisschen verhalten, ne? Aber da kriegen wir selten noch ein paar rausgezuppelt. Jawohl. Und da haben wir die erste. Ja, die Leute, die Fische sind jetzt ein bisschen tiefer gegangen, deswegen werde ich jetzt mal einen kleinen Tick tiefer stellen. Ich sehe, dass mein Köder über den Fischen läuft deutlich. Mal gucken. Ja, ich kurbel nur einmal so ein bisschen an, lass ein bisschen durchsinken. Also ich sehe, dass da halt ordentlich Fische stehen. Und da haben wir auch schon den Biss, oder? Jo. Das ist die Portis und die Lachse, die stehen deutlich unter den Goldenen. Wird auch ziemlich zaghaft gebissen. Aber dann wird die nächste. Danke. Oh ja, da ist der Biss. Ja, sauber. Passte wollten die nicht, aber wieder auf Bienenmade gewechselt und zack, erster Wurf, direkt der Biss. Hängt ganz vorne. Meinst du? Den Pfiff habe ich vorher schon dran gehabt. Soll ich dir was verraten? Danke, heute habe ich nicht so viele Aussteiger. Ja. Ja. Jo, zuppelt. Alles gut. Alles gut gegangen. Ja, die Fische, die jetzt noch beißen, die stehen echt tiefer. Die goldenen vorne oben, die haben schon ein bisschen einen auf den Blitz gekriegt. Ja, ich kann mich nicht beklagen, ne? Die Ecke ist gut. Ja, definitiv. So Leute, hier ist nochmal Platzwechsel angesagt. Hier vorne stehen ordentlich ein paar Saiblinge. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hau jetzt mal Tauwurm drauf. Ich hoffe, das funktioniert. Die Fische haben, glaube ich, heute noch nicht so viel Würmer hier gesehen. Gucken, ob das klappt. Ja, hier ist alles voll, also es ist echt brutal. Schön den Wurm geschnappt und wieder ausgesprochen. Ja, die kommt nochmal. Jawohl. Und dann haben wir die erste auf Tauwurm. Nee, ihr nicht. Nee, nee, von der. Zack. Danke. Ich mache jetzt nochmal einen Wurm drauf, ich zeige euch das nochmal. Also ich.
Und ich habe eine mit roten Punkten. Hast du mal was für Video gerade? Mhm. Oh, einmal nicht hingeguckt, ne? das ist genau der Trick. Einmal nicht hingeguckt. Hä? So, und dann lasse ich den hier so richtig schön lang hängen. Und dann zuppel ich den so ein bisschen durch. Und ich gucke gerade hier auf ihn so, weißt du so. Oh Mann. Ja, ich hab mich noch rasiert. So ihr Lieben, Dankeschön, viel Spaß, schön auf meine Kosten. Du musst das Brötchen mitnehmen. Boah, ist das kalt. Boah, ich muss auf die andere Seite. Wo ist mein Rock? Alter, ist das kalt! Boah! Ich fange ihn nicht! Raus, Kächer! Denk daran, abschlagen! Alter, ist das kalt! Boah! Dennis! Ja Leute, das war's vom 3000 Abonnenten Special von Foreniger Nord an der Bärenkuhle im Angelparadies Erstedt. Ihr habt gesehen, es war richtig viel Fisch im Teich und die Fische hatten richtig Bock. Ich habe jetzt über 20 Fische, also ich bin super zufrieden, viele neue Leute kennengelernt, ordentlich geschnackt, was auch richtig Bock gemacht hat. Also insgesamt war es ein gelungener Angeltag. Ja, zum Angeln selber habe ich heute nicht so viel gesagt, sondern ich habe mehr das Angeln genossen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß mit dem Video hattet. Lasst mir gerne ein Abo da, auch gerne einen Daumen nach oben und dann hoffe ich wie immer an dieser Stelle, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.